genau die Rasse, die es dem Knochenbrecher aus Filsum ganz besonders angetan hat. Welsbrech. Wir haben ja zu Hause eine ganz kleine Herde, aber ich meine schnuckelige Herde. Wir haben zwei Bundessiegerkühe, dazwischen einen Bundessiegerbullen. Also von der Genetik habe ich schon immer das Feinste ausgesucht. Und nun, weil ich schon mal in Wels bin, werden wir natürlich hier auch irgendwie noch auf Besuche gehen. Vielleicht finde ich noch ein paar Mädels für meinen Diamant. Und da wir eben festgestellt haben, dass England vor Urzeiten von Ostfriesland abgebrochen ist, ist uns diese Rinderrasse abhanden gekommen. Und hier... Nicht in England, sind in Wales. Das ist kein Bundesland. Was habt ihr denn für eine Königin? Wie heißt sie? Sie ist Königin von dem Vereinigten Königreich. Hallo? Und das sind dann habt ihr eine Engländerin. Wo macht ihr die Strauben mit fest? Mit einem Engländer. Also ihr könnt da gar nicht ohne. Dann sagt bitte britisch. Jo. Aber nicht englisch. Blau. Gut, da können wir uns drauf einigen. Allisons Blutdruck steigt immer höher. Also lieber mal das Thema wechseln. Was ist das für eine Schafsrasse? Hier haben wir jetzt auch eine dachsartige Schaf. Zu Hause auf die Berggebiete hier in Wales. Und sie ist eine walisische Rasse. Nicht keine aus Schottland, englische. Kein englische, auch nicht aus Irland. Eine walisische Bergschaf. Merkst du was, Carmen? Ja, du sie hast ist wie wir Ostfriesen, so eine kleine Revoluzerin, nicht? Hier. Ja. Und dann diese Farbe, der rote Drachen von Wales. Du, wie sagst du immer so schön, sie startet ja, mal. Ja, jetzt haben wir sie. Ja, sie sind in Wales. Und in Wales gibt es nicht nur ungewöhnliche Bergschafe und rote Drachen, sondern auch liebestolle Esel. Woody ist unser Problemesel. Der Kleine benimmt sich leider oft sehr unanständig und springt wann immer er kann von hinten auf die Mädels drauf. Dabei ist er längst kastriert. Deshalb hat er auch keine Ausreden für das, was er tut. Immer wenn wir die Tiere rausbringen, springt er von hinten drauf. Und wenn wir zurückgehen, kneift er uns und zieht an der Kleidung. Ist also manchmal echt frech. Stimmt's, Woody? Vielleicht hast du irgendeinen Tipp für uns, wie wir sein Benimmproblem lösen können. In Deutschland sagt man, man unterscheidet so ein bisschen. Es gibt das stolze Kastrieren und es gibt das Mattsetzen. Und darum sagen wir auch Englisch oder Deutsch kastrieren. In Deutschland hat man es vorgezogen, die Nebenhoden vom Esel drin zu lassen. Während in England und so alles kastriert wurde im Liegen. Und dann konnte man besser reingucken, alles sehen. Und dann wurden die Nebenhoden mit rausgenommen. Das bedeutet, wir haben... hier wahrscheinlich einen sogenannten stolz kastrierten Esel. Der hat die Hoden weg, aber die Nebenhoden produzieren noch Hormone. Diese Esel haben es leicht, bis zum Lebensende drauf, weiterhin Eselinnen zu bespringen und nicht Ruhe zu geben. Also ich denke, den haben sie entstehen, die Klöten abgeschnitten, dann kriegen sie die Nebenhoden nicht mit und dann hier... Darum ist er so ein bisschen agiler drauf. Vielleicht steckt man ihm ja auch ja irgendwie morgens eine Viagra zu. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze es. Bekam he Viagra? Does he get Viagra? No. Nein. No. Er ist immer heiß, aber nicht durch Viagra. Hormone. Also zu vergleichen ist das so, er ist so ähnlich drauf wie früher Jesus. Der mit 75 dann auch noch mal geheiratet. Und hier, gerade dieses Syndrom, dass sie ein bisschen scharf bleiben bis ins hohe Alter, das ist es, was uns Männer an Leben hält. Glaubt es mir, da sollte man nichts gegen unternehmen. Er braucht eine Stute in der Box, eine Dauerrosserstute, irgendwie sowas. Und dann, Opa, sage ich nur, gib Gas. Aber recht habe ich, oder? Oder war das ein
Nee, das war ein Bretagne. Das war ein Gedanke aus der tiefsten Bretagne, so wollte ich sagen. Ich lasse Tamme auch so, wie er ist. Da fusche ich auch nicht so viel in die Natur. Das bekommt mir besser und ihm auch. Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder durchschlafen. Nicht schnipp, schnipp, weißt du Bescheid?